Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, gepflegten Abend und heute willkommen zurück zu Let's Play Fußballmanager 2012. Ja, im letzten Part haben wir grandios in Freiburg verloren. Mit 2-0 äußerst unglücklich. Na gut. Das können wir verkraften, das ist nicht ganz so schlimm. Wir sollten uns aber definitiv bessern. Und ich habe eine Ankündigung erstmal vorweg. Was ich mir jetzt vorgenommen habe, es werden keine 40-Minuten-Parts mehr kommen, weil die letzten Parts, oder sagen wir mal so, allgemein die Fußball-Manager-Parts sind ein wenig lang. Muss man ja sagen, die meisten sind 40 Minuten oder so. Und ja, da habe ich mich entschlossen für, dass ich die ein bisschen verkürze auf 20 Minuten. Ich weiß, viele mögen, also manche von euch mögen lange Parts, aber ich denke mal dann 40 Minuten, das kann man dann nicht mehr angucken. Ich denke, 15 Minuten sind so das Kürzeste. 20 Minuten ist okay. 25 würde auch noch gehen, aber alles, was drüber ist, finde ich, ist ein wenig lang. Also nur für Ausnahmen oder so, wenn irgendwas ganz speziell ist, dann solche langen Parts. Aber sonst allgemein finde ich, Parts sollten so 20 Minuten, 25 Minuten, das ist noch anschaubar. Alles, was da drüber ist, ist ja, ist ein bisschen lange, finde ich. Ja. Mir ist auch aufgefallen, ich sage sehr, sehr oft M. Ich versuche es abzustellen. Ich habe mich schon ein bisschen dran gesetzt, aber ist es gar nicht so leicht. Das ist eine blöde Eingewohnheit, aber was soll's. Ja, es gibt Beschwerden wegen der geringen Anzahl der Toiletten im Stadion. Da sollten wir vielleicht mal was machen. Da hauen wir lieber noch zwei Toiletten drauf. Und gleichzeitig hauen wir dann da nochmal zwei Bockwürststände, ne, zwei Bratwurststände hauen wir drauf. Nein, ja, machen wir doch zwei. Sollen ja ordentlich was zu futtern bekommen. Budget überschritten, ja, da müssen wir eben gucken, wie wir das am besten regeln. Das können wir ja gerade nicht machen. Infrastruktur, haben wir da was neu mit drauf bekommen? Kommt mir gar nicht so vor. Naja, Verträge, da sollten wir auf jeden Fall was machen. Jetzt weiß ich auch wieder, wieso ich den guten Paul Verhaag drauf gemacht, auf den Transfermarkt gemacht habe. Weil sein Vertrag ausläuft und ich wollte nicht mehr so viel ausgeben für ihn. Sollten wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich denke mal, wir versuchen mit jedem Daniel Bayer auf jeden Fall verlängern. Ich denke mal, wir setzen uns jetzt mal in diesen Part hin und verlängern ein paar Spielerverträge, wo ich sage, da wird es mir zu hoch, die verkaufe ich dann. Und dann haben wir, denke ich mal, einen überschaubaren Kader zusammen. Wird ja mal langsam Zeit hier, Mensch. So, er will 3 Jahre haben und ein Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall. Achso, ja, Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall, also bei Ablöse. Also wenn wir absteigen, dann eben ablösefrei. Stammplatzgarantie würde ich im Großen und Ganzen unterschreiben. Gucken wir erstmal, was hier so abgeht. Hier würde er sogar Auflaufprämie würden wir senken. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Hier hat er auch einen Bonus bekommen. Okay, 10 Euro hier, das ist ja nix. Nee, hat er nicht bekommen. Das bleibt natürlich Gehaltskürzung. Ich denke mal, bei Abstieg, das können wir verkraften. Mal gucken, wie er mit 100%. 50. 100. Da müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Option für Spieler kann er auch gerne ein Jahr haben, bloß eben ein Jahr zu verlängern. Dann können wir noch was am Grundgehalt ändern. Das wird natürlich nicht so leicht mit dem Kerl zu verlängern. Das Problem ist, Grundlage für weitere Verhandlungen ist hier meistens so, da lehnen viele Spieler gerne ab und sagen, ja, da will ich nicht verlängern.
Deswegen versuche ich dann doch immer ganz gerne, das auf akzeptabel zu halten. Eben so. Gut, Gehalt geht natürlich ein wenig hoch. Ist aber auch kein Wunder, Daniel Bayer. Unser Spielmacher, unser Denker und Lenker im Mittelfeld. Ich denke mal, das kann man verkraften, dass der ein bisschen mehr kassiert dann. Er wird sich melden, natürlich. Gut, gucken wir mal weiter. Ah, ich habe da eine Idee. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal hier. Ist mir auch letztens aufgefallen, dass man hier was machen kann. Erfahrung, Fortschritt. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, dass man hier eigentlich so viel machen kann. Position, wo die spielen können. Mama mia. Bonuszahlungen beim Tor. Da verdient der gute Nando Raphael ganz schön viel. Tulk und Hein, okay. Zu null, Uwe Mörle kassiert er auch nochmal. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Taktisch 1, normal. Positionsteuer. Ja. Und all das ganze Zeug hier kann man mal gucken. Ganz interessant. Standards eben. Ja, das wollten wir eigentlich nicht gucken. Ich wollte eigentlich auf Leistungen gucken. Okay, da können wir jetzt nicht wirklich viel raus ablesen, weil ich glaube, dass 10 nur. Ah, ne, doch, Spiele 10 dazu. Da sehen wir ja gleich, wer Leistung bringt und wer nicht. Da fallen mir gleich drei Spieler auf. Mensch, Mensch, Mensch. Die ich eigentlich gedacht habe, die haben besser gespielt. Bar, Hugusai und Nijeng. Mann, 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 was man nicht alles mitbekommt. Da müssen wir mal gucken. Das ist natürlich interessant. Aber eigentlich wollen wir ja zu verdrehen. Da sehen wir auch, der gute Nijeng, der läuft auch aus. Ui, allgemein läuft der viel aus. Mit Mohamed Amsif, mit dem werde ich auf jeden Fall verlängern. Höchstens 2 Jahre, sagt er. Aber da sollten wir auf jeden Fall was beim Gehalt, bei Reserve. Sag ich mal, du bist Ergänzungsspieler. Zu null Bonus kann er gerne bekommen. Wenn er das hier hinbekommt, dann ist er eh der King. Ich möchte gern Option für Spieler. Ja, bekommt er auch. Option für Spieler mache ich eigentlich immer. Weil da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, da verlängert, wenn es den Spieler gefällt. Das ist ja nur, wenn er viel spielt, dann verlängert er automatisch. Und ja, kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Option für Verein ist natürlich noch besser, dann können wir eben eine Option ziehen. Mensch, den wollen wir. Auflaufprämie geht runter zu 0, uns bekommt er eben. Kann ich mitleben, aber dafür kriegen wir das Gehalt. Ja gut, behält er ihn gleich, kriegt er nur zu 0. Bisschen mehr. 2 Jahre verlängert. Das kann man so machen. Carlsen Bracker, mit dem würde ich auch gerne verlängern. Mindestens um 3 Jahre. Fühlt sich auch sehr wohl im Verein. Das sieht man ja hier an den Pfeilen. Das freut mich natürlich. Wir natürlich auch eine Menge Geld haben. Guck mal, was wir so machen können. Auflaufprämie. Das ist immer eine Menge Asche, die die haben wollen. Die Abstiegsprämie sollten wir auch mal runter. Bisher verändert sich ja nichts hier unten an Grundlage der weiteren Verhandlungen. Von daher ist das ganz gut. Und wenn er nichts bekommt, oh, das macht ja nichts aus, dann sparen wir uns das mal. Ich denke mal, das kann uns nur zugutekommen. Gehaltskürzung bei Abstieg, das habe ich auch eigentlich immer. 20% ist normal, dass wenn man absteigt, dass man nicht so viel Geld hat, dann geht das automatisch runter, das Gehalt. Zum Beispiel verdient er 1 Million, verdient er nur noch 800.000. Mindestens 3 Jahre. 4 Jahre wäre natürlich noch besser, aber das kostet dann natürlich auch mehr. Und wer weiß, ob der dann noch so gut ist. Gucken wir mal, was wir hier machen können.
Natürlich nicht das, was wir wollen. Puh, das ist eine Menge Asche. Ich denke, da sollte man gucken, ob man sich hier nicht irgendwo doch einigen kann, wenn nicht. Wir haben ja noch Zeit, um die Verträge zu lernen. Wir sind ja erst am Anfang der Saison. Mal gucken, was der gute Kalzenbracker dazu sagt, weil ganz so hoch, wie er es möchte, will ich dann doch nicht. Ja, Hugo Seider können wir nicht verlängern. Jeng. Gucken wir mal, was der will. Mit seiner Qualität. Ah, okay. Fühlt sich auf jeden Fall mindestens 3 Jahre. Das ist natürlich auch eine Menge Asche. Ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber wir können ja auch nicht den ganzen Kader jetzt verkaufen. Stammplatzgarantie kann ich Ihnen natürlich nicht versprechen. Oh, der wird teuer. Bei Abstieg kann er von mir aus gehen. Oh ne, da gucken wir mal, da bin ich mir nicht so sicher. Gucken wir erstmal die, mit denen ich auf jeden Fall verlängern will. Mensch, und hier werden wir auch ein paar Spiele einfach nicht los, wenn ich mir so überlege. Okay, genau. Amsif, da machen wir. De Jong. Was will er denn haben? Ach Mensch. Da würde ich ja fast sogar mit übereinstimmen, dass wir einfach mal mit ihm verlängern, obwohl er ist auch nicht der Stärkste, ne? Wenn man sich das hier anguckt. Aber ist natürlich auch schon. Ja, okay, seit 2010 im Team. Ist auch nicht wirklich lange. Nicht der Stärkste. Man muss auch immer so ein Blick aufs Gehalt werfen. Gute, den werden wir auch nicht los. Ich bezweifle auch, dass er irgendwer Interesse hat. Genau wie den guten Steiner. Ja, in den nächsten Tagen wird sich hier viel tun beim FCA. Ihr seht das schon. Viele stehen auf der Abschlussliste. Viele auf der Einkaufsliste. Und die guten Tobias Werner, die werden wir nicht los. Machen wir erstmal weiter mit dem Wochenablauf. Mal gucken, was sich hier noch so tut. Natürlich Sincala und Bershot RC sind sich einig. Von mir aus kann er gehen. Von mir kriegt er ein klares Ja. Jonas Dirojek in der Verlängerung, genau wie Daniel Bayer, den will ich auch unbedingt halten, genau wie Jan Kalzenbracker, den hätte ich auch gern. Und Amsif. Okay, Hansa Rostock für Turk. Gucken wir mal, was jetzt hier. Oh, Mladen Petric kommt zurück nach Dortmund. Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsding. In der Realität garantiert nicht. Oh, für einen guten Django, da kriegen wir eine Menge. Da machen wir einfach mal eiskalt. Yo! Yo! Und sehr gut, unser guter Esteban Paredes. Der Verein hat schon das Ja gegeben. Mal gucken, wie sich das in den Vertragsverhandlungen mit ihm aus. Okay, wir hätten noch mit der Presse sprechen können, dass er auf der Einkaufsliste steht. Das ist natürlich nicht das Beste. Natürlich würde er gerne die Entwicklung erwarten vom Verein. Ist natürlich erst aufgestiegen. Ja, das stimmt auch für seine Qualität. Gibt es natürlich auch deutlich bessere Vereine. Mindestens 2 Jahre. Ausstiegsklausel für maximal sollte erhalten sein. Das kann ich dir nicht versprechen, mein Jung. Ich denke mal, da musst du schon mal Abstriche machen. Das kannst du nämlich voll knicken. Ligaspielbonus. Uiuiui. Auf. Ja, sollten wir mal gucken. Bisschen runter. Ist natürlich eine Menge Geld, das haben wir jetzt. Aber verständlich bei einem Spieler von seinem Format, dass das nicht billig wird, das war mir schon vorher klar. Naja. Ich würde mal fast sagen, hier hat er nicht zu meckern. Grundlage für weitere Verhandlungen und meistens ist es so, dass man Spiele von anderen Vereinen, dass man dann doch da ein bisschen mehr Spielraum hat. Lassen wir das Angebot mehr stehen. Auf jeden Fall kriegt er da deutlich mehr
bei uns deutlich mehr Geld als bei Colo Colo und ist, denke ich mal, auch ein bisschen anspruchsvoller, unsere Liga. Kann mir nicht vorstellen, dass das da in, lass mich überlegen, Paraguay müsste das sein, unbedingt eine anspruchsvolle Liga ist. Einigung. Ja, wäre schön, wenn er einen Abgang macht. Also, natürlich. Und natürlich, jetzt liegt es vor. Colo Colo und FCA einigen sich. Mal gucken, was der Spieler dazu sagt. Ja, genau, Verhandlungen laufen jetzt. Alles voll in den Medien. Ja, gut. Sincala wechselt nach Feyenoord Rotterdam. Nicht die schlechteste Lösung. Feyenoord, da kann er international sogar noch mitspielen. Sanko? Vielleicht denn nicht. Hä? War das nicht gerade geeinigt schon? Oder habe ich hier gerade. Es gibt derzeit einige Clubs in Hand von Investoren. Die in Hand von Investoren sind. Wie stehen Sie zu dem Thema? Also, ich finde. Mal gucken, ob es die Antwort gibt. Meine persönliche Einstellung zum Thema Investoren, dass Fußballvereine mit Investoren kein richtiger Verein sind. Genau das meine ich. Also, ich finde solche Investoren, ich weiß nicht, ich finde das nicht gut und ich unterstütze das auch nicht. Sowas wie Red Bull Leipzig, 1899, Hoffenheim und all so Clubs, die kann ich einfach, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, die kann ich nicht leiden, aber, naja, also ich mag da lieber Vereine mit Tradition, da stehe ich doch mehr zu Vereinen mit Tradition, ich weiß nicht. Solche Vereine, wo einfach das Geld sinnlos reingepumpt wird. Ich meine, Red Bull macht ja auch, Red Bull und 1899 machen ja auch nicht alles schlecht. Sie fördern die Jugend und alles schön und gut, aber man muss auch gucken, manche Vereine müssen viel um das Geld kämpfen, dass sie erfolgt haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Mainz oder natürlich auch wir FCA. Wir müssen zusehen, wie wir das Geld zusammen bekommen und Vereine wie Wolfsburg und so, die müssen sich da keine Gedanken machen. Ich meine, Wolfsburg, die haben jetzt zur Winterpause, ich will, lass mich jetzt lügen, 30 Millionen ausgegeben. Ich kann mich jetzt auch vertun, aber ich meine, kein anderer Verein, außer jetzt sagen wir mal Wolfsburg und die anderen Clubs, die international jetzt, also Clubs wie Wolfsburg, die international jetzt nicht so erfolgreich waren und andere Vereine, zum Beispiel Schalke oder so, müssen jeden Penny umdrehen. Ja, okay, nicht jeden Penny. Aber die müssen schon internationalen Erfolg vorweisen, um das Geld zu haben, damit da mal ein bisschen rein... Oder Werder Bremen! Die müssen da ordentlich für blechen und Wolfsburg, seien wir mal ehrlich, musste nicht wirklich viel tun, um dieses Geld zu bekommen. Haben natürlich Glück, dass VW dahinter steht. Aber na gut, das ist wieder ein anderes Thema. Das würde ich... so sagen. Investoren bringen natürlich auf Vorteil viel Geld, kann investiert werden, allerdings besteht die Gefahr, dass nach Absprung des Investors ein kaputter Verein hinterlassen wird. Ja, genau das ist das andere Thema. Wenn auf einmal der Investor sagt, nee, ich mache hier gar nichts mehr, dann sitzt der Verein auf Schulden ohne Ende und die kommen da nicht mehr raus. Also es sind zwei Antworten, ich sag jetzt einfach mal der Presse so ein bisschen drüber, so ein bisschen neutraler. Ich denke mal, die erste Frage, das würde der Presse, glaube ich, nicht so gefallen. Florian Trink steht unter Vertrag, habe ich da gerade gesehen. Das ist natürlich sehr schön. Neue Sponsoren, da gucken wir auch gleich mal rein. Ja, Sincala, genau. Und der Gabriel Sanko, der könnte ja vielleicht mitziehen. Vielleicht kommt er auch mit nach Feyenoord. Wäre natürlich ein Wahnsinn. Vielleicht spielen sie dann auch noch Europapokal. Und Esteban Paredes kommt zu uns. Ging doch alles schneller, als ich gedacht habe. Mama mia, das ist jetzt natürlich eine Sensation. Der gute Esteban Paredes. Dass der jetzt unter Vertrag steht. Rücknummer 16. Ja, kann er von mir aus haben. Kriegt sogar eine Pressekonferenz, weil es auch schon ein bisschen ordentlicher. Florian Trinks auch unter Vertrag. Können wir uns, also wird ja ausgeliehen von uns, nehmen wir auch mal so an.
Das ist natürlich jetzt eine schöne Woche für uns. Ordentlichen Stürmer an Land gezogen mit Paredes und mit den guten Florian Trinks noch ein, der auch im Mittelfeld überall einsetzbar ist. Das ist natürlich ein Vorteil, aber der auch natürlich die Position hinter Bayer spielen kann, wenn Bayer mal nicht kann, dass er da einschreiten kann. Brinkmann hat das ja versucht, aber nicht ganz auf die Reihe bekommen. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Aber ich glaube, wir müssen uns noch von ein paar Spiele trennen. Definitiv. Vielleicht mal nach der Stärke sortieren. Standard. Stärke, so. Abensiff, den wie ich bei Gorgia. Ja, Werner. Der gute Mann. Vielleicht sollten wir da einfach mal ein bisschen runtergehen. Ich meine, kein Verein der Welt. Ja, so viel. Gehen wir mal runter auf eine 500.000. Ich meine, das ist ja auch schon eine Menge. Gucken, was sich da machen lässt. Brinkmann. Gut. Will ich eigentlich noch halten? Kaplani wird schwer haben. Ohne Frage. Jetzt wohl noch ein Paredes. Ein weiterer Spitzenstürmer im Verein ist. Bleibt nicht mehr viel Spielraum für Kaplani. Ich glaube, sein Vertrag läuft auch aus. Ja, 2012, 500.000. Mal gucken, den könnten wir dann eigentlich auch auf die auch zum Transfer freigeben. Kriegen wir jetzt ja nicht so viel mit, aber na gut. Müssen wir leben. Turk wird uns ja auch sicher verlassen, aber wir haben auf jeden Fall Stürmerüberfluss. In der Verteidigung würde ich auch eigentlich gern was machen. De Roek hat natürlich Erfahrung. Spieler eigentlich auch durchschnittlich. Abwarten, was da jetzt weiter war. Dominik Reinhardt hat auch kein leichtes Spiel, bisher auch keine gute Vorstellung gesehen. Mal gucken, dass wir einfach mal ein paar Spieler auf die auf den Transfermarkt packen. Wir müssen ja nicht alle verkaufen. Das heißt ja nicht, wenn sie auf Transfermarkt sind, dass die alle verkauft werden müssen. Aber mal gucken. Der eine oder andere werden wir eh nicht los. Aber mal gucken, vielleicht der ein oder andere Verein sagt, hier, den hätte ich ganz gerne und bei uns spielt er nicht so die Rolle. Wäre ganz schön, wenn er woanders rumkommt. Ja. Was wir jetzt mit denen hier machen, ich würde mal sagen, die stecken wir dann alle in die zweite Mannschaft. Wir haben natürlich keine, aber dass wir so den Überblick gewinnen. Ich meine, die werden auch nicht rankommen. Schicken wir jetzt einfach mal in die zweite Mannschaft, auch wenn wir keine haben eigentlich. Aber dann wird der Kader verkleinert und die haben eh keine Chance. Und ja. In die Reserve. So, wo ist der nächste Tide? Da. In die Reserve. Wobei ich bei ihnen überlege, ob er einfach im Kader bleibt, weil er eben Torwart ist, dass er da noch mittrainiert mit den anderen, kann vielleicht noch was lernen, weil Torwart ist ja eigentlich immer was anderes. Oh, zwei Stände. Ist Quatsch. Obwohl. Bleibst du einfach mal hier. So, wen haben wir denn hier noch? De Roek, habe ich gesagt. Ist er jetzt auf dem Transfermarkt? Oh ja, Bochum und Fürth interessiert. Sind ja auch nicht die schlechtesten. Obwohl er souveräne Leistung gebracht hat. Aber gegen Mörle, Carlsen, Bracker. Ja. Und natürlich Langkamp. Hat er natürlich auch schwere Gegner.
De Jong wird es auch schwer haben. Der gute Moratori hat ja besser gespielt. Aber so will ich das auch haben. Ein bisschen Konkurrenzkampf auf der rechten Verteidigerposition. Okay, Dominik Reinhardt haben wir da jetzt. Mal gucken, was wir da machen können. Bellinghausen. Hat mich ja enttäuscht im DFB-Pokal. Sonst eigentlich ganz gut gespielt als. Muss man mal gucken. Wichtige. Ist natürlich jetzt auch nicht so Bombe. Technik hat er natürlich. Aber. Gut. Aber besser als Werner, muss man ja dazu sagen. Und auch nur zwei und auch eine halbe Million und gar keine. Gar. Also da ist nach Talent nicht wirklich mehr viel zu machen. Ich denke mal, den setzen wir auch einfach mal frei. Mal gucken, was man da alles rausholen kann. Und ich denke mal, wenn wir da schon ein paar verkaufen könnten, da. Ist natürlich auch der Wahnsinn. Trinks. Nehme ich jetzt erstmal. Kirishanko, der wird uns ja auch wahrscheinlich verlassen. Dann haben wir einen übersichtlichen Kader, würde ich sagen. Muss auf jeden Fall noch nachgelegt werden. Aber gut. Ja, und ich würde mal sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch bei euch. Denn ich habe ja gesagt, ich will das jetzt so einhalten. Okay, wir sind jetzt ein bisschen drüber, über 25. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ich meine, das kann man auch verkraften. Ja, ich bedanke mich. Nicht wirklich spannender Part, aber es gehört nun mal dazu. Ist nicht jeder Part spannend, muss man ja dazu sagen. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin euer Doom und it's on!